Hast du das neue Video von Ju schon gesehen? Tatsächlich nicht. Ich habe es mir extra nämlich aufbewahrt für euch. Es ist für mich echt krass, ne? Also Ju hat ja aufgehört mit dem Hauptkanal. Vielleicht wissen es noch nicht alle. So, ich war ja früher auch mehrere Jahre im Team bei Ju. Also ich war nicht mehr in der Zeit, wo Märchen asozial rauskam, war ich nicht mehr da. Aber basically davor sehr, sehr lange. Also so voll viele Santas und sowas habe ich mitgemacht. Deswegen bin ich sehr excited, dass es wieder Hauptvideos gibt. Let's go. Okay, let's go. Irgendwo muss in dem Video Greenscreen sein, weil er hat mich noch gefragt, wie man am besten in After Effects Greenscreen macht. Also ich bin gespannt. Das ist einfach auch so Content. Ohne Scheiß, das war eine richtig geile Zeit, so Content die ganze Zeit zu machen. Das bisschen vermissen tue ich das schon. Also ich habe auch schon das ein oder andere Mal mit den Gedanken gespielt, auch mal wieder so filmischen Content zu machen. Ich habe es noch nicht gesehen. Wer von euch hat es alles schon gesehen? Viele Geschichten ranken sich um diesen wundersamen Dschungel, der im tiefsten Herzen von Buxtehude ruhte. Hä, Philippe? Digga, yo. Danke. Doch eine Geschichte hob sich von all den anderen Erzählungen ab. Natur. Frieden. Denn sie war, sagen wir mal, besonders asozial. Eine verschwitzte, bildhübsche Mutter, getrieben von Panik und Entzugs... Der Zaun mitten im Dschungel, man kennt ihn. ...Erscheinungen rannte vor großer Gefahr weg. Doch aufgrund ihrer pechschwarzen Raucherlunge war sie dem blutrünstigen Jäger speedtechnisch unterlegen. War schneller, Vladimir! Auch wenn es ihr eigenes Leben kosten würde. Oh mein Gott, das ist schon wieder so dumm. War sie fest entschlossen, das Wertvollste ihres Lebens Mama? In Sicherheit zu bringen. Scheiße, zu viel Ballast! Scheiße! Auch in der Brunnen! Oh, Scheiße! What the fuck, Junge? Es wiegt eine Minute 20. Schöne Typo. Schöne Typo-Animation. Gotta say. Finde ich cool. Oh. Ist dafür der Greenscreen gewesen? Das hätte man aber auch ein bisschen hier, ne? Da hätte man ein bisschen Schatten noch kommen können. Hier so ein bisschen Schatten vom Kinn auf diesem Laken. Es wäre doch noch gegangen, Jungs. Wow. Aber so, wie es der Zufall wollte, wurde der Junge von einem Bären gefunden, dessen Bäreneltern Geschwister waren. Die Welt geht den Bach runter. Ganze fucking Wald ist vegan. Ey, Junge, ich bin in den Scheiß getreten. Bah. Was bist du für ein Schissgeburt? Wag es ja nicht, mich anzufassen. Komm her, komm. One-on-one, ich hau dich an. Ich glaube, da war wirklich der Greenscreen für. Oh. Was sind Schuss Haare da einfach abgeschnitten? Hier, die Maske, die ja, ein bisschen. Ich habe ja früher immer die Effekte in den Videos gemacht. Da muss ich jetzt mal ganz genau hinschauen. So ganz, ganz genau. Du rauchst, ich rauch. Ab und zu passe ich bei Mama im Bauch. Marlboro Gold, Marlboro Blau. Meine Lunge schon grau. Mädchen, ja schau, wie ich den Tabak drehe und bau. Und Frau, was Frau? Ja, meine Mama warf mich weg und dann ciao. Ab heute soll der Name sein Smokely. Smokely. Ja, piss dich. Sorry, Gewohnheit. So nahm Babalu den kleinen Fremdkörper mit, da er ihm helfen wollte, im Dschungel zu überleben und auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Mowgli, wir kennen uns mittlerweile eine halbe Stunde. Ich glaube, du bist bereit, ein Mann zu werden, ja? Was ist hier los? Babalu kannte den Dschungel und der Dschungel kannte Babalu. Aber eine... Der Dschungel. Carina, Kelly, boah, wie hieß sie nochmal? Mit ihr haben wir auch Osterhase vs. Santa damals gedreht. Kennen wir auf jeden Fall auch. Das ist Luna Peruna. Verdammt, fällt es gerade wieder ein. Oh, sie hat mir auf Instagram wegen was geschrieben. Kannte er besonders gut. Puppe! Was ist das denn? Gefällt dir? Normal. Normal. Mach den mal zum Mann, ja?
Gönn dir! Kalashua, komm rein! Spitz wie die Karotte in Flair hopste Smokely in die warmen, flauschigen und nach Kippen riechenden Arme der Wolfsmutter. Sie erzog den kleinen Smokely zu einem stattlichen und... Es ist so, wie schreibt man sowas? Ju, was war hier, feinen als ihr das Herren, geschrieben habt? Der den gepflegten Ton des Dschungels sprach. Aus dem Weg! Gib mir Kippe, halt die Fresse, wenn ich red! Ey, Smokely ist der Beste, tu dir weh! Jeder kennt mich, der Typ, der im Dschungel lebt! Aus dem Weg! Voll tätowiert, halbe Gang inhaftiert, aber Gegner treffen nie, wenn meine Kette reflektiert. Für dicke Ayahuasca, für ein bisschen Zaster. Ja, meine Kindheit war nicht leicht, sondern ein Bastard. Ich erinnere mich doch, als ich 10 war. Papa kaufte Mama für einen 10er. Ich schoss aus ihrem Ass, als sie geblüht hat, darum halb... Was? Was? Oh Gott. Haben die wirklich im Knast gedreht eigentlich? Ein Scheibschläger! An eure Feuer und Texte, Bro. Und ich rauch ganze Nacht immer wach. Sayuri war das. Der Tag öffnet jede Flasche und ich rauch, ob im Club oder Knast. An eure Feuer in der Tasche und ich rauch ganze Nacht immer wach. Feuerzeug öffnet jede Flasche und ich rauch, ob im Club. Der Junge ist haram. Auch wenn du wie ein Sohn für uns bist, du kannst hier leider nicht mehr bleiben. The fuck, Bro? Ey, ist okay. Komm, wir gehen. Komm auf meine Schulter jetzt. Komm. Die Nase. War wie Familie für mich. Warum bläst du jetzt so Trübsal? Halt doch einfach weg. Junge, was ist denn diese Kostüme! Bist du eigentlich mein Papa? Bah, nein! Ich bin ein Bär! Ich weiß nicht mal, was du bist! Aber weißt du was? Ich zeig dir jetzt mal, wie das Leben hier im Dschungel funktioniert. Jetzt komm runter von meiner Schulter! Oh. Okay, Babalu, erklär mir mal die Regeln des Dschungels! Hey, Babalu, Bubble Haze! Hör mal zu mit deinem affenhaften Face! Babalu, bring dir bei, wie man lebt! Baller Bäume und ich zeig dir Opfer jetzt! Ich hab von Autospace. Babalu, bring mir bei, wie man lebt. Mit dabei anzusehen, wie man den Scheiß übersteht. Die Beats ballern. Da hat Vincent wieder richtig. Nach Motto, der Bass muss die Kopfhörer zersprengen. Hier im Dschungel reiben wir uns auf den Baum. Okay, wow. Das ist schlau, weil kein Stress wie bei einer Frau. Okay, wow. Für Honig müssen wir ein paar Bienen hauen. Okay, wow. Und dann verbrennen wir noch. Effects 10 von 10. Ihr Haus, okay, stopp! Hier im Dschungel waschen wir uns nie. Okay, wow. Aus den Traum drüben machen wir oft lean. Okay, wow. Unterm Stein hier verstecke ich mein Weed. Okay, wow. Und stecken diese Bananen ganz tief. Okay, stopp! Erklär mal lieber, wieso bist du hässlich? Warum du so fett bist und ein brauner Keck bist? Übertrieben. Ey! Was tust du mich in meinem eigenen Song? Ich erkläre dir gerade die Regeln des Waldes, du unglaubliches Stück Bastard! Entschuldigung. Oh. Ich weiß, wie geht's euch auch so? Ich frage mich halt die ganze Zeit, was geht hier ab? Why? Oh, ich muss erstmal runterkommen, meine Asthma-Lunge macht das nicht mehr mit. Oh, hoppla. Nein! Wie auch einfach gar nicht mehr in dem Schatz steht. Oh mein Gott. Das war mein Lieblingsbaum. Rock. Kurkan. Hab ich euch. Dicker, komm auf meine Schulter! Okay, alles klar, Dicker! Komm. Ich check gar nichts mehr. Okay, mach weiter, Papa. Nee, Mama, ich will das nicht, Mama. Hör doch auf. Und dann mach ein bisschen weiter. Alter! Hallo? Hallo? Shit. Shit? Macht ihr mich nach? Macht ihr mich nach? Ich bin ein Stück Scheiße. Ach so dumm sind wir jetzt auch nicht. Verdammt, diesen Überschlau. Wow! Sandra, jawohl. Ja gut, ist ja gut. Was bist du denn? Ich bin ein Mensch. So wie du. Ich bin ein Mensch?
Aber wo ist Babalu? Boah! Scheiß doch auf Babalu! Leb doch lieber hier, mit uns Menschen! Aber ihr seid doch Affen! Halt dein Maul! Warum nennst du uns die ganze Zeit Affen? Du mieses kleines Stück Scheiße! Lass mich dir was vorsingen. Aber wir haben gerade schon zweimal gerappt. Was ist das da? Ayahuasca. Was ist das da? Hut von Plata. Gib mir Ketten, ich will sein. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, Freunde. Wie du, gib mir deine Schuhe und deine Tattoos. Was ist das da? Heiß wie Magma. Ich will das haben. Aber actually klingt nicht schlecht, Sandra. So was hab ich echt noch nie gesehen. Ich will dieses Homo Sapien Gerät. Gib her. Wir brauchen diese Technologie. Gib her. Wir haben uns in das Feuer verliebt. Gib her. Sodass man das beim Scheißen was sieht. Gib her. Ich komm mit einem lauten, verrauchten Miau. Und alle kleinen Pisser im Dschungel, no wow, ist der schlau, gut gebaut. Ist das denn überhaupt erlaubt? Wenn ich etwas sage, sagen andere genau. Remember my name, Skullkan, der dich zerkaut. Der Typ, dem deine Mama und ihre Mama vertraut. Bin crispy wie Chips und süß wie Kakao. Cola küsst Orange, mein Fell glänzt wie Morgentau. Jetzt halt! Oh, stark, Rob. Halt eure Fresse. Ja. Ey! Jetzt bin ich das mächtigste Wesen im Dschungel! Digga! Ich würde behaupten, die Effekte haben dieselbe Qualität wie früher. Effekt 1 plus, Bro. Ich finde es sehr interessant, wie das, wie das Feuer keinen Rauch hat. Strong. Oh, Bro. Oh, hallo, ich habe dich überall gesucht. Da waren irgendwelche Affen hinter mir. Mach schneller. Ich habe was im Tauschen. Merch-Werbung. Etwa Bam-Shop? Das neue Merch aus dem Bam-Shop. Dabei, dabei. Eternal God Collection. Gerade raus. Voll krass. Tausche ich gegen Smokely. Sie ist tot. Okay, cool, dann behalte ich den selber. Der Junge hat sie umgebracht. Babalu, du bist einer von uns. Entscheide dich, Menschenwesen oder der Dschungel. Dschungel! Ich hab dich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Babalu, du dreckiges Netz! Feuer! Das gehört hier nicht hin. Geh wieder zurück zu den Menschen. Aber ich will nicht. Ich gehöre hierhin. Zu euch. Aber dort würdest du besser hinpassen. Die Menschen brauchen deine Feuertechnologie. Aber ich... Die brauchen sie ganz dringend. Sprich doch gar kein Mensch. Smokely, vergiss nicht, was ich dir alles beigebracht habe. In der einen Stunde, wo die sich kennen. Okay. Jetzt verpiss dich. Ja, mein... Auf dich? Ah, hallo, Tino. Einen wunderschönen... Einen menschlichen Nachmittag. Hilfe! Ein Monster! Karin, was ist das? Theodor, tu was! Ich kümmere mich drum. Ich komme in Frieden. Theodor, jetzt zu! Scheiße, ich mach dich fertig! Ah, so sagt man sich hier hallo. Und so lebte Smokely bis ans Ende seines Lebens bei seiner neuen Familie. Ja, mach auf. Ich hoffe, es gefällt dir. Und Aladdin als nächstes. Ach, der Kopf da oben, ja moin. Ja, du stehst ja so auf alte Sachen, hast du gesagt. Da ist ja noch was drin. Was drin? Nee, eigentlich nicht. Oh, aua, Erdbeben, Erdbeben. Ja moin, Aladdin, echt? Der Genie? Was guckt ihr so dumm? Hab nie Genie gesehen? Geiler Cliffhanger. Part 2 Märchen asozial. Bin gespannt. Was? War actually funny. War actually funny. Ich muss sagen, honestly, manchmal war der Humor für mich so ein bisschen too over the top. Aber es ist geil, so bringt man wieder ein bisschen frischen Wind in die YouTube-Landschaft, so finde ich cool. Und Ju, ne, wenn ihr noch, weiß ich nicht, irgendeinen Wüstennomaden braucht für hier, ne, Alibaba mit Genie,
mit mir ab.